Herzlich willkommen zurück zu Wargroove. Wir haben Ragnar mal wieder im letzten Part vernichtet. Die stellt sich uns hier wieder in den Weg, aber letzten Endes war sie, wie immer, keine Bedrohung. Heute fangen wir an mit Nebenmission 1 und da geht es scheinbar wieder um Caesar, dem Hund. Caesar trifft wieder mal auf lästige Banditen, rund um den Hund. Gold oder Leben? Ich habe kein Gold. Wirklich? Hätte nicht gedacht, dass ein Dorfbewohner so hohe Unterhaltskosten hat. Könnte mir vorstellen, dass er ein Einkommensproblem ist. Ja klar, in diesen ländlichen Gemeinden wird das Einkommen notgedrungen von unzuverlässigen Agrarverträgen bestimmt. Jungs, wir schweifen ab. Also, hör mal, Dorfbewohner, wenn du kein Gold hast, ist dein Leben verwirkt. Steck deine Schnauze nicht in unsere Angelegenheiten, Hund. Das geht dich nichts an. So, du wandelnder Flohzirkus. Meine Geduld ist zu Ende. Ruf Verstärkung. Oh, das sieht nach einer coolen, geilen Mission aus. Das ist vielversprechend. Die Map gefällt mir jetzt schon. Richtig cool. Dafür, dass die Siedlung so klein ist, hat sie ein beachtliches Straßennetz. Ist daher sicher ein verlockendes Ziel für Banditen. Kommandant Caesar will offenbar hier bleiben. Dann ist es also entschieden. Wir bleiben hier und beschützen diese Dorfbewohner und ihre Siedlung. Siege Banditen und beschütze die Dorfbewohner. Ah ja. Kommen aus allen Richtungen. Ha, wie Harald. Brücke. Die Haraldbrücke. Die legendäre. Ansonsten ist hier nichts. Die kommen wahrscheinlich auch noch von unten, I guess. Und es werden wahrscheinlich noch Flugbanditen kommen, weil wir haben hier Magier. Oder auch nicht. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch egal. Wir sollten erstmal möglichst viele Städte erobern. Caesar sollte an die Front geschickt werden. Hier kommen die meisten Gegner, oder? Jupp. Caesar sollte an die Front geschickt werden. Ich weiß halt nicht, ob die auch was einnehmen können, ne? Ich denke nicht. Nehmen wir erstmal den Scheiß ein. Zack! Meino! Müssen wir zusehen, wie wir das hier kriegen, ne? Ich versuch's trotzdem mal mit dem einzunehmen. Ich weiß es nicht, ob das geht, aber ja. Probieren geht über Studieren, Leute. So, jetzt ist die Frage, was kaufen wir in dieser Mission? Ich bin mir noch nicht richtig entschlossen, was wir hier nehmen. Ich denke, wir spammen erstmal ein paar Schwertkämpfer. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Idee. Und ich mag die Musik von Caesar. Was ist das hier eigentlich? Das ist hier so eine Steinstatue. Ha. Das ist wohl nur Deko. Alles klar, Jungs, zeigen wir ihnen, wer hier das Sagen hat. Ah ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier unten auch Banditen aufgetaucht sind. Nee, zum Glück nicht. Das ist schon mal klasse. So, besetzen für mehr Cash. Kannst du jetzt auch was besetzen? Das werden wir gleich herausfinden. So, und den schicken wir an die Front, den Dude. Genauso wie den Dude. So, dann wollen wir es mal einnehmen. Der ist auch noch sehr weit entfernt. Da oben der Bandit. Yes! Caesar! Hol das Stöckchen. Hol das Leckerli, ist in der Festung. Yes. Damit sollte unser Einkommen ziemlich gut jetzt sein. Das ist die Frage. What shall we do? Was kaufen wir? Wenn wir es irgendwie schaffen, die Brücken zu blockieren, beziehungsweise hier einen hinzustellen, dann werden Ferneinheiten... Beyond Godlike.
Was hat denn der Gegner? Bogenschütze wird von Ritter besiegt. Der ist Pain in the Ass. Wir von Ritter besiegt. Ich glaube, wir kaufen einen Ritter. Andererseits ist der super schnell in einer Front, ne? Aber das ist ja gerade das Geil, dann kann ich das blockieren. Oder sollte ich erstmal... Ich weiß nicht. Ah doch, ich weiß nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir hier einen Ritter wollen. Ist nicht immer richtig. Aber ich denke, die schleunigst zu vertreiben, ist das ganz angebracht. Oh. Oh. Ja gut. Im Süden sind noch mehr Banditen aufgetaucht. Caesar scheint überzeugt zu sein, dass wir sie schlagen können. Was ist hier eigentlich das Ziel, wenn ich mal fragen darf? Siege die Banditen. Weil das Ding ist, wir können uns auch hier verschanzen, einfach zumachen. Kann er das jetzt einnehmen? Ne, der kann das nicht einnehmen, der verpisst sich da mal schnell. Hier kommen keine Banditen? Ne, erstmal nicht. Schon mal gut zu wissen. Holen wir uns jetzt erstmal diese Festung. Die hätte ich auch noch gerne da. Wir gucken mal, wie weit er gehen kann. Ja. Ja. Dann bleiben wir da, glaube ich, mit Caesar erstmal. Das ist die Frage. Hier ist nur ein Langbogen, aber hier geht der Punk ab. Scheiße. Den sweep mal gerade weg. Dann brauchen wir den Ritter leider doch hier. In dieser Front. Ich glaube, die Magier können sich tatsächlich um die da unten kümmern. Dann machen wir das doch mal. Die kümmern sich um die da unten. Perfekt. So machen wir das. Können Ballistik kaufen, aber ich weiß nicht. Ist halt nicht mächtig genug, ne? So viel Damage macht die gar nicht. Ihr habt sie gesehen. Im letzten Part. So eine bessere Reichweite als Reebok. Macht gar nicht so viel Damage. Hauptsächlich gegen Lufteinheiten. Quasi wie Missiles in Advance Wars. Gegen den Dude brauchen wir was. Schwach gegen... Die da. Schwach gegen Magier, ja. Also wir können eventuell noch einen Magier kaufen. Wir können zwei Magier kaufen, actually. Ich glaube, das machen wir auch. Ich mag die Magier, die sind mega stark. Richtig mächtig. Außerdem können die Dorfbewohner heilen. Wahrscheinlich auch noch nützlich wird. Ach du Scheiße, da kommen doch Lufteinheiten. Naja, wir haben ja die Magier. Trotzdem. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich könnte mich hier hinstellen, der hat halt Deckung vom Wald. Ich könnte mich hier hinstellen, dann ist es eigentlich even. Ist besser. Zack. So. Ja, der Arsch kommt hier auch noch, ne? Was? Und jetzt sind hier auch noch Assis? Och, nö. Komm. Dann bleibst du hier, Freund Nase. Der geht in diese Richtung. So, der Ritter räumt jetzt nicht auf. Oh Mann, warum sind die so intelligent? Advance Wars sind die immer dümmer gewesen, die Gegner. Oh, der bewacht das jetzt. Die gehen nach unten. Beide gehen nach unten. So, Caesar. Vor allem jetzt auch ein Magier, sehe ich gerade. Scheiß auf die Stadt dann, oder? Ja,
Der Deckung und alles. Nee. Da ziehen wir uns zurück. Scheiß auf die Stadt. Einfach draufgeschissen. Es ist die Frage, ob wir hier Magier spammen oder nicht. Ich glaube, ein Bogenschütze kann hier nicht schaden. Schnelle Einheit. Du, jetzt sind die wenig ein bisschen angeschlagen. Das ist eigentlich ganz geil. Und wir behalten die Stadt sogar noch für eine Runde. Das ist einiges wert. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Der Ritter hat die so ein bisschen in den Griff. Lässt sie nicht ankommen. Haha, wir haben sie umzingelt. Jetzt bist du nicht eine ganze Vorlaut. Was, Pelzknäuel? Keine Angst vor denen, Mann. Die Stadt ist weg. Ist egal. Mich juckt's nicht, ganz ehrlich. Die Stadt will ich nicht einfach aufgeben. Haha. Die wird trotzdem fallen, die Stadt. Beschützen wir wenigstens die. Und wie sieht's hier unten aus? Ich darf nur ein Feld nach vorne setzen. So. Ha. Holen wir uns die Stadt dann eben halt. Du. Ist doch super. Der ist echt nicht dumm, ne? Und das können wir vergessen. Machen wir den halt hier hin. Kein Problem mit. Wird gedeckt durch den Magier. So, Cäsar geht vielleicht sogar in diese Richtung, damit wir hier mal ein bisschen aufräumen. Müssen wir zusehen, dass wir die irgendwie wegkriegen. Die kommen jetzt nicht rein. Und dazu holen wir uns jetzt tatsächlich den Triborg. Das schränkt jetzt schön den Ansturm von denen ein. Perfekt. Das läuft doch. Den Magier, den brauchen wir, glaube ich, hier an dieser Front. Ganz ehrlich. Den brauchen wir hier. Ja, da scheint es wirklich zukünftig schwierig zu werden. So. Zu Ben. Jetzt verlieren wir eine Stadt. Haben aber auch eine Stadt bekommen. Ne, wir verlieren zwei Städte actually. Scheiße. Der kassiert richtig, das wusste ich aber. Wir können das aber nicht einnehmen jetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Räuber überhaupt was einnehmen. Ist auch letzten Endes egal. Der hat auch einen Ritter. Oh Gott, kriegen die viele Einheiten. So, wird Zeit, dass wir den mal hier aus dem Weg räumen. Cäsar! Angriff! Fass! Yes. Wir haben nicht wirklich was gegen die Pikeniere, deswegen. 72. 63. Also Hund. Fass. Mehr Damage. Deswegen lassen wir den Hund angreifen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt wieder einnehmen. Ich denke schon. Warum nicht? Ach nee, das war ein Banditenversteck schon. Scheiße. Sieht man ja fast gar nicht. Das gehört auch schon denen. Wahrscheinlich. Hey, das war noch neutral. Oh Gott. Das wird ein bisschen brenzlig hier. Wenn ich das mal so sagen darf. Den können wir aber fast one-hitten. Können wahrscheinlich aber auch den Magier dann verlieren. Nee, so nicht, Leute. So nicht. Wir stellen jetzt alle nach da unten hin. Kein Bock, dass die mich da jetzt stürmen. So, und hier brauchen wir wieder eine ganz starke Einheit. Ich wäre für den Ritter.
Weil hier wird's brenzlig. Komm nicht jetzt rein. Und der ist auch nicht mehr ganz dicht, oder? Tschüss, Mann! Da geht er down, da geht er down. Kann man noch einen Kampfhund da oben hinschicken? Perfekt. Eigentlich sieht es ganz gut aus. Also ich finde, ich schlage mich hier ganz gut. Das halt nicht all in gehen, ne? Muss halt patient sein. Dieser Schlacht. Kassiert ein bisschen der Caesar. Das ist okay. Ja. Das war abzusehen. Das ist in Ordnung. Ja, wenn das alles ist, was er zu bieten hat. Das ist so dumm, ne? Die haben Armbrüste, schießen jetzt aber wahrscheinlich nicht zurück. Ja, das ist so schlecht. Ah, da kommen die Lufteinheiten. Ah, wenn das alles ist, was sie zu bieten haben. Nee, da kommen noch mehr. Ich muss sie auch wieder so eine große Klappe haben, ne? Yikes. Ja, die können wir nicht angreifen, die scheiß Lufteinheit da. So was, ich nehme das einfach ein. Spricht da überhaupt was dagegen? Kann das wieder haben, Mann. Komm, Caesar. Hol's dir. Hol's Stöckchen. So, den Kampfhund könnten wir attackieren. Das Problem ist, der deckt den. Das heißt, mit dem Hund räumen wir hier ein bisschen auf. Scheiß Bogenschütze aus dem Weg räumen. Hier decken wir das. Problem ist, wir können die Lufteinheit gar nicht besiegen. Das heißt, wir sollten langsam das Weite da suchen, ganz ehrlich. Das ist echt uncool. So, die Stadt können wir denen wieder klauen. Was wir halt machen könnten, ist mit dem Magier dahin gehen. So, und du lässt das mal schön da bleiben. Das Dorf zu attackieren. So. Wenn nur ein Dorfbewohner stirbt, haben wir verloren, glaube ich, ne? Uff. Greife ich auch mal an. Passt schon so. Das Dorf da unten ist auch weg. Kann ich nicht ändern jetzt. Das kann ich nicht mehr ändern. Dafür ist der auch gleich im Arsch. Aber wenn er das Dorf jetzt einnimmt, kann ich die alle zurückschlagen. Sind hier noch mehr Truppen erschienen? Nee. Nur ein Flugviech. Ist in Ordnung. Schieb ich doch lieber nach unten, ne? Ist ein bisschen brenzlig. Und brauchen wir Magier. Nicht da oben. Da brauchen wir die. Das wären mir zu viele Lufteinheiten. Ah, da habe ich schon ein bisschen Angst jetzt. Tanks weg. Trotzdem. Uncool. Die halten nichts aus, die scheiß Kampfhunde, ne? Warum macht der das? Suizid! Für ein bisschen Damage, ey. Guck mal, das ist nix. Nicht mal eins abgezockt. Das ist so dumm. Ist auch nicht. Der opfert seine Einheiten. Yeah! Schick sie alle in den Tod, du Idiot. Ja, verstehe ich nicht, warum die das immer machen. Ja, da wird's brenzlig. Das hab ich ja schon gesagt. Da unten müssen wir sehen, was wir da machen. So, der Zeit zum Gegenangriff ist gekommen. Caesar müssen wir eigentlich weg.
Und den komplett heilen? Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ach, können wir ja nicht. Ich vergesse es immer, wie es hier funktioniert. Auch schon lange nicht mehr aufgenommen, deswegen. Das können wir jetzt als Ausrede nehmen. Ja, komm. Scheiß drauf! Müssen die jetzt angreifen, Mann. Caesar hat seinen Groove. Fantastisch. Er hat seinen Groove, Mann. Magier gegen Magier ist nicht sehr effektiv, sehe ich gerade. So, jetzt kann ich endlich diesen Bastard hier vernichten. Selbst wenn ich selber drauf gehe, ist mir jetzt egal. Kein Bock mehr auf diesen dreckigen Bogenschützen. Das reicht nicht. Oh, Bogen ist gut gegen die Magier. Guckt euch das an. Ist ja richtig awesome. Weg mit dem Dreck. Was lacht daran, weil er auf der Straße war? Wahrscheinlich zum Teil auch das. Beschützen die mit dem Triborg? Ja, perfekt. Kann der Triborg eigentlich auch Lufteinheiten angreifen? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht. Der Raketenwerfer in Advance Wars, der konnte es ja auch nicht. Jetzt müssen wir zusehen, wie wir den Pikinier hier wegkriegen. Ah, easy. Tschüss, Mann! Richtig viel Schaden gemacht. Finishen wir damit. Und nehmen jetzt wieder das Dorf ein. Damit wir mehr Cash bekommen. Ganz einfache Kiste. Mit dem ziehe ich mich zurück. Ja. Dem ziehe ich mich zurück. So. Was ist hier nochmal? Ja. Den sollte ich auch nach da oben ziehen. Allein schon wegen der scheiß Lufteinheit. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Ich wüsste nicht, wie ich das noch verlieren sollte. Na gut, der Caesar ist ein bisschen angeschlagen, aber. Das kriegen wir schon hin. Zumal der eben halt den Groove hat, ne? Boah, und hier noch ein Magier, weil da unten auch noch so eine Lufteinheit ist. Jetzt hier. Und noch Geld für einen Hund. Komm, schicken wir nach unten. Ja, das wird ein bisschen painful. Aber er wird es verknacken. 2 oder 3 Schaden macht das. Die Ritter scheiße gegen Lufteinheiten. Boah, sind die Ritter scheiße. Die sind gar nicht gut. Die voll overrated immer. Oh oh. Die Festung darf nicht fallen. Dorfbewohner, wir müssen sie beschützen. Weil der einmal angegriffen wurde, so ein Bullshit. Alles im Rahmen hier. Ich sehe hier kein Problem. Na doch, da ist das Problem. Ich immer wieder neue Truppen kriegen. Wie kann es sein, dass uns dieser Hund immer noch abwehrt? Wir haben schon unsere halbe Armee geschickt. Es gehört Caesar, das gröbste Armee hinter uns. Ja, das macht mir aber ehrlich gesagt Sorgen. Die halbe Armee geschickt, what? Das heißt, da kommen nochmal so viele? Will die mich verarschen, ey? So, jetzt machen wir diese blöde, dreckige, beschissene, verkackte Lufteinheit weg. Und mit Caesar ja, jetzt tatsächlich den Groove benutzen. Damit die nochmal angreifen können. Damit wir hier ein bisschen Momentum bekommen. Ist einfach so, Leute. Jetzt können wir nicht noch diese Lufteinheit besiegen. Das heißt, wenn der Magier drauf geht, das ist ein guter Trade. Take this! Wir wollen uns die Stadt zurück.
Und zu dir sage ich, tschüss, Mann. Ja, hier wird's kritisch. Das, na, wobei, den können wir auch vernichten. Ja, geil. Selbst wenn der Magier drauf geht, ist es mir wert. Kein Bock auf diese blöden Lufteinheiten. Gehen mir nämlich tierisch auf die Nerven. Zack. Der kassiert. Und der kassiert. Perfekt. So, was machen wir hier? Hund weg. Hier heilen wir. Nee, brauchen wir nicht. Einfach kampieren. Was, wenn die uns das klauen? Das ist mir so scheißegal. So, wir gewinnen da unten. Das war es mir auch wert. So, hier sieht es nicht so gut aus. Ritter würde ja auch nicht aushelfen, da er Probleme hat, gegen den zu bestehen. Das bedeutet, ich weiß gar nicht so richtig, was ich da verwenden möchte. Wahrscheinlich auch einfach Pikeniere oder so. Langbogen ist mir zu langsam. Schicken wir noch einen Hund nach oben oder so. Das ist uncool. Das ist uncool, Leute. Der hält echt nicht viel aus, dieser scheiß Cäsar, ne? Vor allen Helden hält er am wenigsten aus. Das gibt's doch nicht, dass er einfach 4 Damage gefressen hat. Na gut. Ja, können den aber heilen. Anders formuliert, wir müssen den heilen. Swoop! Ist er wieder voll. So eine Scheiße. Ich opfere die jetzt alle. Jetzt auch der Cäsar wird ein bisschen in Ruhe gelassen. Das bringt gar nichts. Ja, ich opfere die jetzt alle. Scheiß drauf. Und hier sieht's nicht so gut aus. Warum mal? Die sind so passiv da unten. Aber soll mir recht sein. Ist ja deren Problem. Ich kann den jetzt hier rausnehmen, den Ritter. Perfekt. Und den können wir vielleicht besiegen? Hat nicht ganz gereicht, okay. So, der Triborg. Der kommt hier hin. Die Dudes, die verpissen sich nach da. Der bleibt hier und campt. Was ist mit dem scheiß Ritter? Schränkt viel zu viel ein, der blöde Ritter. Da oben sind wir sowieso jetzt am strugglen, ganz ehrlich. Wie besiegen wir den? Wir pikenieren, ne? Die sind mir zu langsam, also Langbogen. Dieser Bastard, ey, ich hasse ihn. Er kann nicht aufhören, ne, den Hund zu ärgern. Ist der scheiße, ey, der hält so wenig aus. Schlechteste Held im Combat, glaube ich. Cäsar. Ohne Witz. Magier gegen Magier bringt gar nicht viel, ne?
das blöde Teil da oben. Fucking Trigibok. Kann man hier eigentlich zwischenspeichern? Kann man in dem Spiel nämlich nicht. Das ist kacke. Wie viel macht der Hund? Ausreichend Schaden, das reicht mir. Boom. Und dann schlägt der Caesar jetzt nämlich mal endlich zurück. Jetzt reicht's dem mal. Take this! Ja. Ich brauche mehr Pikeniere, Leute. Ist einfach so. Ich baue die viel zu selten. Sehen wir hier. Wie scheiße es ist, wenn man die nicht baut. Zack. Weg mit dem Dreck. Komm, Fass. Fass! Oh, sind die broken, die Ritter. Die Ritter sind doch broken, Leute. Das gibt's doch nicht. Fass! Dann schnappen wir uns hier wieder die Stadt. Für mehr Cash. Der Magier ist Geschichte, sehr gut. Das machen wir so. Der holt sich jetzt einfach die City zurück. Ganz einfache Kiste. Weil der dumm ist, seine Einheit nicht bewegt hat. Schussreichweite ist, stirbt er jetzt. Den muss ich angreifen, Leute. Das ist viel zu gut, um es nicht zu machen. Leute, wir gewinnen! Wir gewinnen! Der Ritter lohnt sich nicht. Nur Pikeniere. Noch ein Ritter. Wir haben jetzt Zeit. Für einen weiteren Tribok. Einfach, um den auf Distanz zu halten. Den Lappen da oben. Oh, lass den doch mal in Ruhe. Immer auf den Caesar. Pff. Wieder so viel abgezockt, obwohl die nicht mal voll sind. Unglaublich, Leute, unglaublich. Das olle Scheißteil kommt jetzt auch noch. Werde ich aber angreifen mit dem Magier. Dass der Magier dabei drauf geht. Muss geschwächt werden. Zu mächtig, die Einheit. Ha. Zack, nur 3 Damage. Tankt ordentlich was weg, das Scheißteil, was? Na komm. Die Sache ist. Ja. Machen das so. Greifen wir ihn jetzt erst mit dem Bogenschützen an. Zack! Weil dann kann er nämlich hier in Deckung gehen. Ich habe aber Angst, dass der jetzt zu viel Schaden macht. Ja komm, dann stellen wir den Hund dafür, opfern wir den. Ja, nicht, dass der Caesar jetzt stirbt. Jetzt sind wir so weit gekommen. Gerade wenn man nicht zwischenspeichern kann bei diesem Spiel. Decken wir den einfach so. Fertig. Easy. Okay, da kommt noch ein Hund. Weiß nicht, den Langbogenschützen, den ziehe ich, glaube ich, zurück. Den machen wir hier oben. So, ach, die kann ich nicht mal angreifen. Seriously? Wie dumm. Komm, kampieren. Gönn dir, Bruder. Die sind auch alle zerstört. Warum kann der nicht heilen? Hier wäre es richtig effizient jetzt.
Ja, whatever. Sterben jetzt alle. Ist mir egal. Was soll ich sonst machen? Da unten sieht's nicht mehr gut aus. Ach komm, ein Hund reicht aus. Nein, kein Pikenier. So. Den haben wir schön eingekesselt. Das ist ganz gut. Ah, kein Geld mehr. Fuck. Ich hätte doch da nicht den Hund kaufen sollen. Jetzt kann ich hier keinen Schwertkämpfer oder so mehr ausbilden. Whatever, der Hund sollte da unten aufräumen können. Er ist jetzt auch tot. Oh, kann ich den irgendwie heilen? Ja, die Front zackt. Bin ich ein bisschen am struggeln. Vor allen Dingen kommt jetzt der olle Tribock auch noch an. Riesen! Die Banditen meinen das wirklich ernst. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Wir müssen die Dorfbewohner beschützen. Riesen. Oh mein Gott. Nein. Das ist wie der Baum, Leute, den wir mal gesehen haben. Funktioniert wie der Baum. Einfach immer auf den Tribock drauf knüppeln. Oder wir heilen uns. Und wie viele Punkte heilt das nochmal? 20% ist mir zu wenig. Opfern wir den Magier dann lieber. Wollen wir hier nochmal eins abzocken? Nö, natürlich nicht. Klar. Ich hab ja eh immer Pech. Das ist ein neuer. Den ziehen wir jetzt auch zurück. Scheiß drauf, ey. Hier ist sonst keiner. Meinen Hund auch zurückziehen. Da oben. Jetzt auch wieder schwierig. Ja. Ach, Kinder, das ist scheiße. Hier ist keine Lufteinheit. Okay. Kann dieser Magier eigentlich nach da oben? Das Problem ist blöd, Trebuchet oder wie das heißt, Tribock. Lass ich den da mal. Was machen wir hier? Ganz ehrlich, ich opfere den Hund. Und zieh den hier an der Front. Ist echt eine gute Sache. So sollte es passen. Aber was kaufen wir jetzt? Das ist die Frage. Brauchen, glaube ich, noch mehr von den Trieböcken, um den Lappen zu besiegen. Oder mehr Bogenschützen. Da wir jetzt eh keinen Balliste oder Triebock kaufen können, würde ich sagen, Bogenschützen. Ich frage mich, ob es hier auch ein Einheitenlimit gibt. Bei Advanced Wars darfst du nur 50 Einheiten haben. Das wäre interessant zu wissen, Mann. Sollen vielleicht auch wieder ein paar mehr Magier kaufen. Sind halt alle gestorben mittlerweile. Der ist so lahmarschig, der scheiß Riese. Das können wir durchhalten, bis der da ist. War noch viel Vorbereitungszeit. Ah, das Schöne ist, wir können jetzt das Tribock bewegen und dann auch ballern. Wir können Caesars Groove nutzen. Problem ist, die Lufteinheit.
Ich denke, es wird Zeit für den Rückzug. Ich habe hier verloren. Keine Chance. Tschüss. Die verpissen sich alle. Dann verpisse ich mich jetzt auch. Kampieren. So, wenigstens wieder voll. Ich verpisse mich jetzt. Das wird so nichts. Müssen diese Front verstärken. Da wird jetzt der große Kampf sich abspielen. Ja, wir könnten den aber einmal harrissen. Zack. Das lohnt sich. Und tschüss, Mann. Ein Magier weniger. Soll ich den auffüllen? Ja, warum eigentlich nicht? Brauchen jede Einheit. Soll ich das riskieren, hier den Hit zu tanken? Ja, schon. Ich mach's einfach mal. Wir können das Trebuchet hier auch heilen. Was eigentlich mega komisch ist. Das sollte eigentlich reparieren oder so heißen. Aber naja. So. Ach, come on. Ficken. So eine Scheiße. Das ist schon wieder der nächste. Hä, ist das doof. Wie man es macht, man macht es immer falsch. Alter, ist die Schlacht schwer. Ja, verliere ich jetzt eben alle Städte. Ja, alles weg. Ich verliere komplett alles. Geil. Da lacht mein Herz. So eine abgefuckte Scheiße. Na, immerhin ist hier nicht noch ein weiterer gekommen. Ein weiterer Ritter. Ja, was machen wir jetzt? Den opfere ich. Was mir relativ scheißegal ist. Und jetzt ziehen wir uns zurück. Ich weiß, wie wir den Riesen da oben besiegen. Mit dem Groove. Einfach beide Trebuchets, ich nenne die jetzt einfach so, nebeneinander stellen und dann zweimal damit schießen. Dann sollte er eigentlich vernichtet werden. Viel Damage bei dem Hund, Mann. Jesus Christ. Nicht ganz gereicht, komm schon. So ein Mist. Die Lufteinheit macht halt Ärger. Kann ich nie anders sagen. Der stirbt eh. Kann ich nicht mehr retten, den Hund. Ist mir auch mittlerweile egal. Hier beschützen wir die Dorfbewohner. Ha, was machen wir jetzt, Leute? Was machen wir jetzt? Und picken hier, falls noch mehr Ritter kommen. Ja, da oben ist noch ein Ritter. Sonst nur der Riese, ne? Ja, scheiß drauf. Wir kriegen jetzt kein Geld mehr. Ist so. Ist halt das Schicksal jetzt. Ich kann es nicht ändern. Wir müssen da einen Magier hinstellen. Weil gegen die Luft einladen kann ich nichts machen. Jetzt ist die Front weg. Naja, aber lange genug durchgehalten.
Irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. Er hält sich für den Größten, nur weil er so prächtig und majestätisch ist. Werden ihm schon zeigen. Noch ein Riese? Das scheint der letzte Ansturm zu sein. Machen wir sie fertig und retten diese Siedlung. Okay, das sind die letzten, ja. Toll, noch ein Riese. Schön. Da lacht mein Herz. Da weint mein Herz. So eine Scheiße, Mann. Zum Glück können wir denen so viel Schaden machen und damit auch im Grunde genommen unschädlich machen. So, dann haben wir das. Die sichern das ab. Hier schnappen wir uns den Blödmann. Hier kommen auch keine Einheiten mehr. Brauchen wir den gar nicht nach unten schicken. Das ist eigentlich Quatsch. Könnten das wieder erobern, aber dann würde Caesar richtig viel Damage fressen. Das muss nicht sein. Ich denke, jetzt wird es eine Zeit, dass wir so ein bisschen in die Defensive kommen. Ja, ich denke, es wird eine Zeit. Machen wir das nicht wie folgt. Verharren hier so ein bisschen. Guck mal, ich kann sogar die angreifen. Was? Die Bogenschützen können das? So nicht gesagt vom Spiel. Wie dumm. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen Alchemisten. Bei den ganzen Lufteinheiten, die da oben kommen. Die Front ist eigentlich safe. Hier unten kommen noch ein paar Arschlöcher. Um die kann sich ja Caesar kümmern eigentlich. Der tötet sich selbst, weil er unbedingt die Stadt angreifen will. Jetzt kommt da der Riese. Alles oder nichts, Leute. Oh, doch ein Ritter. Alles oder nichts. Der geht den Umweg. Ich glaube, es ist ein Umweg. Und das Trebuchet. Das wird auch noch Pain in the Ass. Aber wie gesagt, der Groove wird uns hier ein bisschen retten. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, jeder Trefferpunkt zählt, ne? Sichert man das ab, wenn er den Bogenschützen töten will, denn das hat er auch kassiert. So, naja. Die Front hat bessere Tage gesehen, glaube ich. Heißt halt so. Ah, fuck, macht der jetzt Ärger, der Scheißritter. Ich hätte nicht gedacht, dass der so blöd ist. Was haben wir denn jetzt mit dem? Ist das doof? Ja, die Dorfbewohner muss ich jetzt in Sicherheit bringen. Auch wenn ich bezweifle, dass man das sicher nennen kann. Das läuft soweit. Ja. Die sind safe. Brauchen wir aber hier unten wirklich irgendwas. Das geht ja nicht so weiter. Meinetwegen noch ein Magier. So viele Lufteinheiten wieder kommen. Das kann definitiv nicht schaden. Wenn der Motherfucker da jetzt kommt, dann müsste er eigentlich ziemlich kassieren.
So sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich will das um jeden Preis jetzt schaffen, Mann. Es geht mir auf den Sack, dass ich nicht speichern kann, Mensch. Kannst du in jeden Advanced Wars immer einfach so speichern? Ist aber sehr ärgerlich, dass es nicht geht. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, ne? Das hat der Anschein, dass es so ist. Der holt sich jetzt die Burg. Schafft er auch eh nicht. Er alleine nicht. War aber abzusehen, dass der reinhaut. Junge, sind die Riesen brutal. Boah, das Lufteinheiten-Gespam ist aber nervig. Ich habe viel zu wenig Magier. Keine Balliste, nichts. Ja, der heilt ihn, alles klar. Cäsar, du weißt, was zu tun hast. Der heilt den einfach. Ja, moin. Ja, moin. Alles klar. Er heilt ihn. Oh! Damit habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet, dass es so reinhaut. Hey Leute, dann brauchen wir natürlich auch nicht. Dann brauchen wir auch nicht, den Groove. Okay. Vernichte ich den jetzt. Tschüss, Mann. Unser Ries, unser Kasparis, der böse uns. Ja, nicht schon wieder. Zack, neutralisiert. Den schalten wir hier mit aus. Und vernichten wir. Und vernichten noch den blöden Bogenschützen. So, die Front ist safe. Er sollte auch keine allzu große Gefahr darstellen. Den machen wir weg. Ist das auch safe? Sehr gut. Hier sieht es echt brenzlig aus, Mann. Brauchen mehr Alchemisten. Das nützt ja nichts. Nur Lufteinheiten, die ich hier sehe. Natürlich habe ich nicht genug Geld. Wunderbar. Erstmal alles in die Richtung, Mann. Und wir da aufräumen. Ja. Können wir so akzeptieren. Kommt doch kaum was. Ja. Da habe ich verloren, also da bin ich jetzt wirklich gefickt. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll, Mann. Diese scheiß Lufteinheiten sind ja mal richtig overpowered in dem Spiel. Sobald ein Alchemist kommt, können die zwar gar nichts. Aber da die so ziemlich gegen jeden gut sind, sind die overpowered, meiner Meinung nach. Und den Lappen weg. Nutze jetzt hier auf jeden Fall den Bogenschütz, um wenigstens einen da mal zu schwächen. Vernichten den. Können wir den jetzt rausnehmen? Nee, können wir nicht. Scheiße. Oh, den können wir rausnehmen. Geil. Und auch. Ich hätte ihn nochmal neu ziehen lassen können, aber ich weiß nicht. Muss echt nicht sein. So, jetzt können all die, die hier unten sind, da eben halt nichts mehr Neues kommt,
ehemals Richtung oben gehen. Dann da eben halt helfen. Kampieren. Fast wieder vollständig hergestellt. Super geil. Machen wir das so und ja, die Dorfbewohner sollte jetzt hier wieder in Sicherheit bringen, nämlich in die Wälder. Das ist, denke ich, ein bisschen schlauer. Die auf der Straße halt ein gefundenes Fresschen sind. Kampfhündchen, um eben als das Trebuchet da zu jagen. So. Das sieht doch noch was aus, oder nicht? Ja, ich denke, das haben wir geschafft. Kann uns auch dieser eine Riese da oben nicht mehr aufhalten. Mach halt 2 Damage oder 3 Damage bei Caesar, ist in Ordnung. 2. Oh, der ist aber schon ziemlich nah dran. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der so nah schon ist. Ich dachte, der ist noch da oben. Das ist in Ordnung. Vor allen Dingen, weil er jetzt einen richtig großen Fehler gemacht hat. Sein Trebuchet einfach geopfert hat. Richtig dumm. Also richtig, richtig dumm. Können wir nicht das Trebuchet jetzt komplett vernichten? Ich glaube nicht. Actually. Jetzt zerstören wir mit Caesar, damit der Magier eben mal dahin kann, wo Caesar war. Was wiederum dazu führt, dass wir diese Lufteinheit komplett besiegen können. Zack. Super geil. So. Sehen wir zu, dass wir hier den Weg blockieren. Jupp. Und auch diese Lufteinheit können wir rausnehmen. Nee, doch noch nicht ganz. Schade. Wenn ich hier die Heilung nutzen. Ich denke, das war ziemlich schlau. Die alle wieder fit sind. Ja, aber guck mal, was wir jetzt für eine defensive Position haben. Die können nicht mehr gewinnen. Wie weit kommt der? Die haben aber doch krasses Movement. Warum? Das sind so Fettärsche. Na gut, das ist natürlich nicht so lustig. Soll das Trebuchet in diese Richtung stellen? Falls der doch in Richtung Süden geht. Immer auf die Kleinen, ne? Er geht in Richtung Süden. Fuck. Fuck, fuck. Dann sollen wir die jetzt so positionieren, dass eben halt Trebuchets in Reichweite sind. Hier und hier. Genau. Machen wir das so. Und zudem kommt jetzt noch eine Balliste hinzu. Ganz einfache Kiste. Der Ritter ist unser Kryptonit jetzt gerade. Schlimmste ist der Ritter, der noch verbleibt. Und hier machen wir jetzt einen erneuten Zug. Ganz einfache Kiste, Leute. Und da oben das blöde Trebuchet zerstören. Ja. Müssen auch aufpassen, dass wir nicht in Reichweite des Ritters kommen. Des Riesen. Du Kavalier, ne? Bist du gut gegen den?
Nee, schwach gegen den. Ist der überhaupt gegen irgendwas schwach? Was ist denn das da unten? Das kann ich nicht mehr erkennen. Nee, stark gegen alles, so ziemlich. Und wenn er unter 40% des Lebens ist, dann schlägt er auch noch heftiger zu. Na toll. Super geil. Scheiße. Das regt mich auch auf, dass die beiden nur eins haben. Warum? Wir haben 6 Gold, das ist nicht viel. Oh, jetzt kommt er. Mach doch. Juckt mich nicht. Boah, guck mal, wie schlau der den deckt. Egal. Einer weniger. Jetzt kann der den vernichten. Wir schwächen hier. Und die eine Lufteinheit. Ich verdiene gar keine Aufmerksamkeit mehr. Ohne Witz. Damit sollten wir jetzt eigentlich gewonnen haben, Leute. Aber was soll uns hier noch stoppen? Guck mal. Boom! Holy fuck. Das reingehauen. Hier, Fass. Und die Balliste, die holt sich jetzt den Riesen. Nee, die Balliste holt sich den. Wofür haben wir die Pikeniere, Leute? Wofür haben wir die? So. Perfekt. Jetzt ist da nur diese eine Lufteinheit. Ja, moin. Da sollen wir nicht gegen verkacken. Das werde ich auch nicht angreifen, die Stadt. Wenn nur meine Truppen zu Schaden kommen, das muss ja nicht sein. Wir versuchen mal ein bisschen festzusetzen. Ist okay. Das war's, Leute. Wir haben es geschafft. Das war eine schwere Geburt. Schwere Mission. Aber cool. Eine Stunde, ne? So viel dazu. Hätte klar sein müssen, dass wir keine Chance haben. Seht doch, wie königlich er wirkt. Lasst es so hier verschwinden. Danke, Hund. Caesar, da bist du ja. Komm, mein Kleiner, es ist Zeit für dein Fressi. Ja, sweet victory. Oh, man. 3 Sterne, Mann. Uff, Leute, eine Stunde. Holy shit, das war echt schwer und lange und... Oh. Oh. We did it. Leute, damit würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren, sonst sehen wir uns leider nichts mehr. Bis dann und ciao. We'll be right back.